Frühlingszwiebeln kann jeder leicht in der Wohnung oder im Garten nachwachsen lassen. Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass gekaufte Frühlingszwiebeln noch leben und fähig sind, wieder auszutreiben. Auch dann, wenn ihre Wurzeln bereits trocken sind. Man muss sie nur im Wasser oder in Erde packen, um immer wieder frische Frühlingszwiebeln für einen leckeren Salat zur Hand zu haben. Hier will ich zwei Methoden vorstellen, die unterschiedliche Vor- und Nachteile haben. Für beide Methoden braucht ihr ca. 5 cm der Zwiebeln mit den Wurzeln, die ihr beim Schneiden zur Seite legt. Den Rest könnt ihr wie gewohnt verbrauchen. Am einfachsten ist, die Zwiebel so in ein Wasserglas zu packen, um sie nachwachsen zu lassen. Stellt das Glas an einen warmen, hellen Platz und wechselt das Wasser ca. alle 3 Tage. Nach 2 bis 3 Wochen kommen die Triebe wieder, die man erneut ernten kann. Insgesamt könnt ihr so etwa 3 bis 4 Mal nachschneiden, bevor die Frühlingszwiebel den Geist aufgibt. Bei 18 bis 22 Grad in der Küche kann man diese Methode das ganze Jahr über anwenden. Im Sommer wachsen die Lauchzwiebeln aber etwa doppelt so schnell wie im Winter. Wesentlich ergiebiger wird es, wenn ihr die Frühlingszwiebeln wieder in die Erde pflanzt, egal ob in den Garten oder in einen Blumentopf. Wässert die Erde gut vor und macht ein Loch, in das ihr die Frühlingszwiebeln steckt. Frühlingszwiebeln sind mehrjährig. Wenn sie in lockerer, sandiger Erde, gerne auch mit ein wenig Humus verwurzeln können, halten sie lange durch. Frühlingszwiebeln lieben die Sonne, je mehr, desto besser. Sie können aber auch an halbschattigen Plätzen gezogen werden. Die Frühlingszwiebel ist nämlich relativ anspruchslos, muss nur mäßig gegossen werden und braucht keinen zusätzlichen Dünger. Wie ihr seht, wachsen die Lauchzwiebeln schnell wieder nach. Eine neue Ernte ist so etwa alle 3 Wochen möglich. Falls ihr im Garten Probleme mit Schädlingen wie der Tripse oder der Lauchmotte habt, findet ihr in meinem Artikel, den ich in der Videobeschreibung verlinkt habe, ein paar Hausmittel. In der Wohnung habt ihr damit aber keine Probleme. Lasst beim Ernten ca. 2 bis 3 cm der Frühlingszwiebel über dem Boden stehen, damit sie schnell wieder nachwächst. So habt ihr das ganze Jahr über frische Lauchzwiebeln im Haus. Vielleicht habt ihr ja mal Lust bekommen, diesen Tipp auszuprobieren. Es kostet euch ja fast nichts. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und sage Tschüss.